bereits zum fünften Mal wehte in Zürich ein Hauch von Hollywood. Die Rebel and Caviar Night 2022 lockte dieses Jahr wieder über 300 prominente Gäste auf den roten Teppich. Gastgeber Al Walser, schweizerisch-lichtensteinischer Musiker, Komponist, Produzent und mehrfacher Grammy-Gewinner. Auftanken TV ist Medienpartner der Rebel and Caviar Night. Dies aus gutem Grund, wie Al Walser uns an einem Treffen vor dem großen Event verrät. Ich finde, es ist ein cooler Sender, ich finde, der Band ist cool. Es ist ein frischer Sender, ein neuer Sender. Und ja, also die Frage hat sich in dem Fall nicht gestellt. Aber es ist richtig, ich gebe eigentlich selten Interviews. Ich sage eigentlich mehr ab, als ich zusage. Ist wirklich so. Und weil es einfach, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ich so viel gemacht habe. Ich habe so viele Interviews gegeben. Also wirklich, ich habe ja nie Nein gesagt. Weißt? Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du eigentlich nur noch wiederholen kannst. Oder du machst dann Sachen, die dich wirklich weiterbringen. Aber Sachen, die ich jetzt Bock habe und Spass machen, mache ich ja so. Aber man muss aufpassen, dass man sich nicht im Kreis dreht. In Los Angeles wohnhaft und musikalisch produktiv kennt Al Walser das Promi-Leben vor allem im großen Hollywood. Er kennt es aber auch in der kleinen Schweiz. Und da gibt es Unterschiede, wo der Grammy-Gewinner kein Blatt vor den Mund nimmt und Klartext redet. Was ich immer ein bisschen komisch finde, ist so am Boden bleiben, das ständige am Boden bleiben. Ich höre das immer wieder. Ja? Also entweder man wünscht sich, dass jemand am Boden bleibt, oder man sagt, du bist am Boden bleiben. Das Boden bleiben, ich finde, das ist ein bisschen überbewertet, gerade hier in der Schweiz. Weil zuerst mal muss ich wissen, was ist die Definition vom Boden bleiben? Was heisst das wirklich? Wirklich? Also, weil es gibt zwei Seiten. Auf der einen Seite, ja, ich bin am Boden geblieben, vom Typ her wahrscheinlich, denke ich, ja. Aber auf der anderen Seite, im Kopf sicher nicht, weil das wäre ja nicht aus dem Liedstein auf Hollywood, weißt du, was ich meine? Also, du musst dir ja Sachen zutrauen, die nicht wirklich auf dem Boden geblieben sind. Oder? Und darum, ich finde, ja, man soll abheben und wieder soft landen. Und da sehe ich jetzt ein Problem in der Schweiz, mit Prominenten in der Schweiz. Und das sage ich sehr gern, weil es ist wirklich so. Ich kenne sehr viele, ich meine, ich habe ja die meisten bei meinem Event heute Abend. Ich bin der Meinung, dass du in der Schweiz als Prominenter nicht wirklich, und ich rede jetzt nicht von mir, vergiss mich, ich lebe in L.A. Und ich habe darum, in der Schweiz mache ich nur so gezielt gewisse Sachen, ich sehe mich jetzt gerne nicht unbedingt in dem Pot. Aber ich glaube, dass du in der Schweiz als Prominenter nicht wirklich ernst genommen wirst. Und nochmal, ich rede nicht von mir. Das sind meine Beobachtungen. Ich glaube, in der Schweiz musst du... Die erste Frage ist immer, ist er am Boden geblieben? Wenn du Schweizerdeutsch singst, muss er am Boden bleiben, weil du kannst eigentlich nur ein Publikum haben zwischen Bux und Freiburg. Es ist ja nicht einmal die ganze Schweiz und die Schweiz ist schon klein. Also sind die ja schon mal automatisch am Boden geblieben. Und wenn du Englisch etwas machst, dann musst du viel strahlen, immer lächeln und immer der Kollege sein. Und dort habe ich einfach ein bisschen Mühe, weil ich habe gerne Leute, die ein bisschen Ecken haben, ein bisschen Kanten. Das sind auch Leute, die mich inspirieren. Sicher, es kann einer sein, der über alle vier Backen immer strahlt. Kann theoretisch auch so sein. Aber ich glaube, in der Schweiz haben wir dort ein bisschen ein Problem. Dass er dort zu fest immer Leute wollen, wo wie jeder andere ist und immer lächelt und freundlich ist und dann automatisch eigentlich in der Welt dafür dann mehr Mühe hat. Zurück auf den roten Teppich. Die über 300 geladenen Gäste strömen in den Ballsaal des Zürcher Renaissance Hotels. An der legendären Fotowand kommt aber niemand vorbei. Al Walsers Rebel and Caviar Night gilt mittlerweile als die Glamour-Gala im Schweizer Eventkalender. Und die Gäste schätzen es. Bis jetzt muss ich sagen, schon beim Reinlaufen spektakulär. Ich bin mir sehr speziell vorgekommen. Und vor allem sind alle mega nett. Das muss ich ehrlich sagen. Freundlich, selten, wirklich selten sind alle Leute so nett und so gut drauf. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir so lange daheim sind oder weil einfach die Begrüßung so toll ist. Ich finde ganz viel Glamour, Glitzer, Bling Bling in der Schweiz. Endlich ist Hollywood in der Schweiz und in Zürich. Mega geil. Was ist denn besser, Rebel und Caviar oder irgendein anderes Event? Keine Ahnung, ich denke Rebel und Caviar, das kennt man in der Schweiz, alles andere, tja, man muss ja nicht an jede Hundsverlochen gehen. Spürst du da den Hollywood-Touch? Ja, mal, hat schon etwas, oder? Wenn man so gerade reinkommt, ist schon etwas da, mal. Ja, ich glaube Rebel und Caviar ist schon high, also von 10 sage ich 9 und andere Events, bis jetzt, wo ich dabei sein durfte, sind sicher deutlich unten dran.
Es ist einer der grössten VIP-Anlässe der Schweiz. Also man kann wirklich sagen, da sieht man so richtig den Touch. Es sind fast 300 Leute da aus der ganzen Schweiz. VIP-Unternehmer, CEOs. Sehr wichtig, wenn man es vergleicht mit anderen natürlich in der Top-Liga der Schweizer VIP-Events. Und das bedeutet mir sehr viel. Ich bin schon das zweite Mal bei Revlon Caviar und ich finde es sensationell. Es kommen immer mehr bekannte Leute, vor allem der El Walser, der ist ja von Los Angeles. Ich gehe auch bald auf Los Angeles, auch durch mein Unternehmen, das ich habe natürlich. Aber Hollywood ist immer weltweit gerne angesehen natürlich. Da kommt darauf an, wer mich einlädt, kommt darauf an, was für Publikum da ist. Und man kennt Kaviar und alles, was sie wollen, geben in ein anderes Event, wo ich mich nicht wohlfühlen würde, würde ich nicht hingehen. Elle hat mir heute Nachmittag noch erzählt, dass ihr zusammen im Studio wart. Was ist das? In Los Angeles, ja. Ja, genau. Was ist das Spezielle, mit Elle im Studio zu sein? Fragen Sie ihn, was ist speziell mit mir im Studio zu sein? Was soll ich antworten jetzt, wo er da ist? Wenn er nicht da wäre. Und ich will Ihnen was sagen, er ist ein Profi. Ich bin 65 Jahre im Showbusiness. Und ich habe El kennengelernt und ich kenne nur Sa. Wir haben zusammen gesprochen. Erstmal das Vorgespräch für die CD war sehr professionell. Und habe ich gesagt, okay. Zeit für ein bisschen Spaß hat Roberto Blanco immer. Bestens gelaunt überraschte der mittlerweile 85-jährige Schlagerstar die zahlreichen Gäste mit einem spontanen Auftritt gemeinsam mit den Estereore Brothers. Rebel & Caviar ist eine Afterparty ohne eigentliche Party vorher oder der Dessert, der zum Hauptgang wird, wie El Walser einmal sagte. Und der Plan scheint auch dieses Mal wieder aufgegangen zu sein. Der Veranstalter ist mit seinem Event sichtlich zufrieden. Ja, es ist wirklich wunderbar, dass alles geklappt hat. Ein riesiger Audi, wir sind mit drin, es hat alles geklappt. Es hat einen Haufen Überraschungen gegeben, Roberto ist auch noch auf der Bühne. Hat auch gesungen, das haben wir eigentlich gerne geplant, aber so soll es genau sein. Ich werde immer wieder gefragt, was ist der Programmpunkt? Nein, überhaupt kein Programmpunkt. Also vielleicht das eine oder andere, aber es lebt wirklich organisch und das ist uns gut gelungen. Schon bald reist El Walser wieder nach Los Angeles zurück, wo einige Projekte anstehen. Bei Auftanken TV muss man aber nicht einmal ein Jahr auf ein Wiedersehen mit El Walser warten. Ich arbeite an meinem eigenen Album, wo ich endlich jetzt da bin. Afrobeat, wir machen das über Afrika, über Nigeria zuerst wird das promotet. Ist ein ganz cooles Projekt. Dann produziere ich einen Haufen Künstler, Roberto Blanco, der ja auch heute da ist. Sein Doppelalbum habe ich produziert und habe sehr viele Songs auch geschrieben für das Album. Das ist gerade veröffentlicht worden vor ein paar Wochen. Dann habe ich eine Awardshow, wo ich jetzt gerade am Aufziehen bin. Da bin ich sehr excited, wo ich das Gefühl habe, dass ich all meine Talente als Veranstalter, als Künstler und Leute, und als Person, die viele Leute kennt, alles mit schön integrieren kann. Das machen wir von Hollywood aus. Das wird eine ganz coole Show, jedes Jahr. Und Christmas Special ist the gift that keeps on giving. Es ist wirklich jedes Jahr so cool, wenn man das weltweit über den Bildschirm läuft. Das El Walser Christmas Special kann kommen und die Rebel & Caviar Night 2023 sowieso.